Mikrofon sollten wir vorher noch einschalten. So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit H1 Z1. So, gucken wir mal in den Kastel rein. Wo ist denn was drin? Warte mal. Kreitau. Polizeidingfeld. Können wir droppen. Können wir rübernehmen. Das Polizeiding mal noch mit rüber. Brauchen wir ein Shirt. Zwei Mütze. Agri. Kompass fehlt. Feuerzeug fehlt. Okay, nur das mal alles mit rüber. Und legen es hinterher wieder nochmal. So. Kompass. Eins. Feuerzeug. Eins. So was hab ich gesagt. Shirt fehlt. Noch eine Mütze fehlt. So, Bino war noch drin. War es Emergency Grand Radio noch drin? Ist nicht aufgepasst. War es Emergency Grand noch drin? Komm, ah ne, Dings und Dings waren noch drin. Map. Eine Map. So. Also. Kompass. Feuerzeug. Map. Camel Green. Hier. Camel Green. Camel Green. Camel Brown. Das Ding hier. Moin. Hoodie. Yes. Hoodie. Dings. Ach, Polizei-T-Shirt fehlt noch. Na, wir parken da gerade auf meiner Hütte auf. Hört sich an wie Zeus. Moin. Grüß dich, Kubido. Wie geht's? Leben noch frisch? Chlor. Chlor. Und selbst? Bin gerade ein bisschen an. Bin auch gerade erst rein eingeloggt. Bin gerade meine Base in Ordnung bringen. Gucken, was fehlt und so. Kohle ist noch drin. Wo ist er auch mit Arbeit beschäftigt? Na dann viel Spaß. Ja, alles klar, danke dir. Tschüssi. So, der Hasen. Der Hasen. Mal sehen, ob der Art noch funktioniert. Oder ob sie noch ruiniert haben. Ja, funktioniert noch. Das ist ja ein Wunder. So. Okay, mache ich mal eine Runde. Durch die Hütte. Das sieht sogar richtig zusammengelegt aus, gell? Sehe ich gerade. Dann schiebt der Takito hier die Straße runter, hier der Hunter's Drive rüberwärts. Interessant, mir noch nie aufgefallen. Achso, wie sieht denn eigentlich die Machete hier aus? Na, 1500, okay. Hat aber schon einen weg, wie es aussieht. So. Ach genau, heute will ich auf jeden Fall... Achso, warte mal. Erstmal in die Farm, bevor ich hier anfange rumzuluten. Erstmal in die Farm Korn abmachen. So.
So, hier schön ernten. Wunderbar. So, da müsste ich dann auch genug Korn haben. Und da kann ich nämlich auch heute nach Pleasant Valley und einmal Base reparieren zum einen und zum anderen wieder Zeug raufschleppen. Denn ich habe schon wieder einiges zum raufschleppen. Ne? Also manchmal wollen sie einfach nicht. Ach, da sind ja sogar kleine Maiskolben dran, sehe ich gerade. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ja. Ja, ich bin gerade beim Überlegen. Eigentlich könnte ich die jetzt wegklopfen, die Form. Ja, theoretisch könnte ich die jetzt wegmachen. Die Form. Ich brauche es eigentlich nicht mehr. Weil ich könnte natürlich auch noch das. Ja, ich werde die Gartenzäune rundherum wegmachen. Ich werde die Gartenzäune rundherum wegmachen. Jetzt habe ich hier nochmal 20 mal Korn. Das reicht also jetzt nochmal für Dings hier. Und 12 mal Wheat. Machen wir mal Yeast drauf. Ach so, Moment mal. Reicht das Wasser jetzt? Ich glaube, da reicht das Wasser gar nicht. Haben wir hier noch Wasser drin? Ach, hier haben wir noch 20 mal Wasser drin. Da haben wir ja noch 20 mal Wasser drin. So. Crafting. Yeast. 12 mal. 24 mal Yeast. Und dann immer Yeast übrig. Ja, genau, da werde ich so, und jetzt bräuchten Kornmesh. Kornmesh. A, B, C, Kornmesh. 23 mal. So, du musst erstmal schnell hierher. Wir sammeln jetzt erstmal die leeren Flaschen hier weg. Und sammeln jetzt erstmal hier auf. Moonshine. Wenn du drüber gehst, schreibt der Korn nicht hin. Aber wenn du es aufnimmst, sagt der Moonshine. Also die jetzt eigentlich übereinander gemacht. Genau. So. Disco. Halt, schon mal falsch. Hier ist ein bisschen her. Discovery. Moonshine. Scrap of Clothes. Ergeben Molotov Cocktail. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, der Molotov liegt da nicht mehr. Wiegt da nicht mehr? Denn da würde ich sagen, ich schleppe den Moonshine rauf. Die Molotow-Cocktails, was ist denn der Molotow-Cocktail für ein Gewicht? Ach, das kann ich schon nachgucken. Moment mal. Ich muss mal schnell hier nachgucken. IC, genau.
Bei Hitzi müssen wir nachgucken. Sprengstoff. Molotow-Cocktail. Ach, steht nicht da. Scheiße. Ach, was wiegt denn der Molotow-Cocktail? Ich glaube, auf jeden Fall, der wog mehr als 25. Es wäre idiotisch, wenn ich dann 30 Molotow-Cocktails hochtragen würde. Wenn es doch günstiger wäre, Moonshine gleich hochzutragen. Ja, und oben dann bloß noch Dings dran zu machen. Bloß noch ein Scrap of Clothes dazu zu machen. Ich glaube, da wiegt. So, wenn euch Kraft einfach mal ähnchen. Molotow-Cocktail, einen. Hallo? Hä? Hallo, wo hat er denn jetzt hingetan? Ach, hat er in die Hand genommen. Hey, der wiegt sogar 35. Da wiegt sogar 35, der Molotow-Cocktail. Als wäre es hier idiotisch, wenn ich das rauftrage, mit 1000, wenn ich das rauftragen kann mit 25, dann nehme ich doch hier das Scrap of Clothes, das kann ich doch auch da oben machen. Genau. So, okay. Du machst mit den Kornmeschi aufstellen, die 23 Flaschen, dass die morgen fertig sind. Na komm, mach dich nicht mal. Stell dich mal die Schere noch hin hier. Ja, es ist scheißegal, wie sie da stehen, aber Ordnung muss sein. Ein schiefer Deutsch war nicht ab und zu an. Naja. Machst du das? Ja. Soll ja auch ein bisschen hübsch aussehen. Wie sind das jetzt? 7, 14, 21 müsste die letzte sein, gell? 23, okay. So, da kann ich nämlich schon. Warte mal, den Mondschein, das nehmen wir mal mit hier rüber. Genau. Und den einzelnen Molotow-Cocktail. So. Ja, da kann ich wieder 150 Schuss. Ja, das sind plus 3. Frag Grenade. Explosiv-Tippets brauchen wir noch. Da braucht man noch ein paar. Da haben wir erst, wie haben wir da? 50. Naja, gut, 50 ist eigentlich auch nicht ganz schlecht. Bist du überhaupt schon einen Bogen drin, ne? Ja, nee, noch nicht. Gut, kann ich mal gleich mal einen mitnehmen. Bogen. So, okay, da gehe ich jetzt erstmal ein bisschen kraften. Quatsch, ein bisschen kraften, ein bisschen ja, bluten. Nicht bluten, bluten. So, wir sind überhaupt noch 12 Tage bis Weihnachten. Schau einer, guck. Was ist denn das hier? Blue Cameo Beanie. Hier haben wir eine andere Machete. Was taugt die noch? Ja. Okay. Halten wir mal auf Tisch. So. Scrap of Clothes. Was haben wir hier? Was zum Zerschreddern? Banana, Bandana. Leere Flasche. Oh, mit. Draußen reiten schon wieder die Rehe vorbei. Ich werde mal. Ah, was habe ich? Ich weiß nicht, wie viele ich schon oben hatte. 300 oder waren das 400? Wenn es 400 wären. Schuss hier Dings, Emo,
44 schon, ja gut, dann könnte ich ja erstmal mit aufhören. 44, ich glaube, 44 an, habe ich überhaupt eine Munition hier drin, drei Schüssen abprickelt. Da könnte ich ja erstmal aufhören, 44er Ammo. Upp, was lacht da oben? Hier lacht er noch was. Eine verschissene M9. Ach ne. Eine 1911er. Also da könnte ich erstmal aufhören mit Dingskraften. Hunting Rifle, das Ding lasse ich jetzt liegen. Das ist mir zu doof. Brauchst du was zu trinken? Nö. Nee. Bitte Salz. Ah, hier ist ein Bogen. Wisst, wo hat er den hingetan? Ach, weil dieses verblödete Dings hier hat er hier hingetan. Na, da muss auch erstmal repariert werden. Blödsinnische Handschellen. So, hier war Salz, war da drin, gell? Ja. Ja, der will da für den Molotow-Cocktail, na sag mal, der will doch aber eigentlich blöd. Moment mal. Wo das die jetzt im Molotow? Ja, da will nur eh mal Scrap auf Klos. Haut das Ding aber gleich mal von 25 auf 30 hoch, gell? Da ist man echt günstiger dran, wenn man die Muni scheint, oder wenn man es erst kräftet, wenn man es braucht. Wegschmeißen. Ist nichts. Eine 45er. Okay, im zweiten. So, oder zieh ich mit dem Dings nach oben mit der Armbrust. Bin ich mir noch gar nicht so sicher, was ich nehme, wenn ich aufmache nach Pleasant Valley. Liegt noch mal was? Ja, ich hab's doch gesehen. Ich hab dich doch gesehen. Schau doch das hier. Schreibt das hier. Schreibt. Drop. Drop. Wobei, ich kann so ein kleines Dings reinhauen. Ins Feuer reinhauen. Ja, das geht jetzt blöderweise natürlich nicht mehr. Das will man nie. Du, ich spring erstmal schneller mal ins Feuer. Halt, falsche Richtung. Oder machen wir noch die Hütte hier? Nichts. Nichts, nichts. War nichts in der Hütte hier, und das ist Sitten. Überhaupt nichts in der Hütte, na toll. Halt doch, da war was. Und eine Mütze. Ach, gib das Ding her, Mann. Black Beanie soll mal aufpassen, hat er Dings gesagt. Dort Zeus. Black Beanie wird gebraucht. Hier eine Machete. Nee, nicht eine Machete, ein Messerchen. Was bist du da oben? Komm her. Schreit.
Und wieder ein bisschen Salz. Banana, Bandana. Okay. Alles räumen. Ja, das muss ich mir halt noch überlegen. Nehme ich für die Party ein Dings mit? Nehme ich für die Party ein Bohren mit oder nehme ich doch lieber ein Dings mit hier, eine Armbrust. Irgendwo purzelt nur noch eine Armbrust rum. Das müsste ich mir halt noch überlegen, wie ich das am günstigsten mache. Hier drinne. Das ist schon länger als man hoppla sagen kann. Das geht schneller als man hoppla sagen kann. Warte mal, ich werde erstmal hier pflanzen. Ich werde erstmal hier ein bisschen pflanzen. Dass ich das Zeug von der Tasche kriege. Also merkt euch Leute, man muss ja manchmal ein bisschen rum basteln, ehe man das Ding unterkriegt. Aber das ist so 1, 2, 3. Fünfer? Ja, drei bleiben noch. Da mache ich nur Korn. Mache ich nur Korn? Ja, komm, ich mache nur Korn hier. Ne, was ist jetzt? So, okay. Das ist vermutlich eh das letzte Mal, dass das jetzt funktioniert hier. Bezüglich, ach hier ist der Kornsied schon, ach hier ist ja auch nochmal 20 mal Kornsied. So, was macht denn das Ding jetzt hier? Kraft mal die Munition hier, ich habe gar keine 44er mehr. 4 Rounds habe ich noch, sehe ich gerade. Alles. Ich glaube, die habe ich gerade erst aufgenommen. Ich habe schon noch der Pistole 3 angezeigt. Die hätte ich auch schon einzeln aufgenommen und noch nicht nachgeladen gehabt. Oder ich habe noch nicht nachgeladen und habe 4 aufgenommen. Ich werde es gleich sehen. Ein bisschen Munition, wenn wir schon dabei haben. Nur ein bisschen. One Life Michi, ich wünsche dir einen guten Morgen. So.
So, wie hatte ich denn jetzt denn eigentlich? 3? Ne, ich habe den einzelnen aufgenommen, deswegen. Disturbation. Falls der Bär kommt, wollen wir ja wenigstens den Bären die Fresse schießen können. Das ist ja das Minimum. So, das reicht. So, dich werde ich gleich mal reparieren. Auch eine Buchen werde ich gleich reparieren. Ja, hab ich eigentlich noch eine. Nee, ich habe gar keine. Sag mal, ich hätte schwören können, ich habe noch eine Armbrust beiseite getan. Als Ersatz. Hätte ich schwören können, aber kann natürlich sein, dass ich mich geirrt habe. Die Frage ist halt, was macht mehr Spaß bei Sprengpfeilen? Der Bogen oder der Armbrust? Na komm, es geht noch. So, Mr. Bogen. Und du kriegst mal einen Skin hier. Zack. Und habe ich hier den Armbrust drin? Nö. Doch, hier ist noch eine. Auf volle Kanüle. Was macht denn die hier drüben drin? Okay. Merkwürdig. Wie ist die hier drüben drin? Ja, nehme ich die Armbrust dann mit drauf. Oder ein ich glaube, das werde ich erstmal ausprobieren. Ich glaube, das werde ich dann erstmal ausprobieren. Ich glaube, der Bogen ist aber besser. Wenn ich Party feiern will da oben. Ja, ich lege ihn lassen drin. Falls mal eine braucht, da finde ich sie wenigstens gleich wieder. So waren die hier drin. Nur noch schönes drin, was ich nicht weiß. Noch ein Crossbow. Ich glaube, da mein Schwein pfeift. Wieso habe ich nicht viel Crossbows hier drin? Die können doch überhaupt nicht hier rein. Ich benutze doch die Scheißdinger eh nicht. Machen wir sie hinten rein, da ist noch Platz. Genau. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. So. Nee, halt. Ach so, halt, warte, komm, wir haben schon Bandagen, drei, noch so 33, na, ich pack's halt noch, gell. 33, wie viel, ach, Fertilizer brauche ich eins. So, und dann nehme ich einen Demolition Hammer mit und hau unten die Wände weg. Demolition Hammer, was hat denn der noch? Ach, der ist ja noch, der ist ja noch frisch aus dem Laden, Mann. So, und da habe ich nämlich hier die Wände weg. Die gefallen mir eh nicht. Fangen wir gleich mal hier mit den Stickies hier an. Hier. Weg mit euch scheiß Stickies. Ich habe mein eigenes Reh. Hallo Reh, was ist mit dir? Wo kommt denn das? Hä? Was war das denn jetzt so? Hau den Sticky hin, puff, und da wird aus dem Sticky ein Reh. Na, das ist ja wohl der Hammer. Na, das kann doch nicht, das kann doch jetzt nicht sein. Na, du brauchst gar nicht hin zu gucken, was ist denn los mit dir? Was machst denn du hier drinne, hä? Digga, was machst denn du hier drinne? Hm? Willst du dir mein Zeug auffressen oder was? Hä? Wollte gar nicht die Ohren so anzulegen. Ja. Oder? Ich tue jetzt hier den Düngen. Die Frage ist, grüß dich Zeus. Die Frage ist, hast du das jetzt gerade mitgekriegt mit dem Reh? So. Das fetzt du, wie das Mupf macht und wenn man sich die Mupfeln da. So, durchgehend weg. Ja. Wunderbar. Was machst denn du hier, Digga? Hä? Ich wollte jetzt eigentlich die Wände rundherum wegbrochen. Aber wenn ich natürlich meine eigene Rehzucht hier aufmachen kann, ist ja auch nicht schlecht, gell? Du brauchst du gar nicht zu gucken, was machst denn du hier drinnen? Wo hast du denn deinen Alten gelassen?
Wer ist denn? Ach, da drüben ist er irgendwo. Ja, und jetzt willst du hier raus, oder was? Nee? Das ist aber auch sehr schön designt, gell, die Rehe, hä? Die sehen doch auch irgendwie absolut geil aus. Rehchen, hä? Ja. Ja, da wackelst du mit den Ohren, gell? Ja, ja. Da wackelst du mit den Ohren. Hä? Na ja, dann gibt's zu fressen. Wenn du fressen willst, kannst du hier unten fressen. Hier, Korn. Musst du bloß hingehen, Digga. Bewegt sich aber auch nicht, gell? Normalerweise, was ja sehr merkwürdig ist halt, was ja auch sehr merkwürdig ist halt, Rehe kommen ja normalerweise gar nicht auf die Fläche hier. Naja, gut. Na geht doch mal, lauf doch mal weg hier. Da haust du ein paar Stickies weg und schlagartig steht ein Reh vor dir. Glaub's ja nicht. Ja. Was mach ich denn jetzt? Hau ich die Wände weg oder lass ich das Reh erstmal. Jetzt lass ich das Reh erstmal ein Stückchen da. Vielleicht habe ich ja meine eigene Rehzucht bald hier. Ist ja so cool.